Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Alex und gleichzeitig auch zu einer weiteren Aufnahmesession. Wir sind hier unterwegs mit unserer neuen Gefährtin Kaya, die liebend gerne Alex, also die magische Art und Weise des Alex, erforschen möchte, um dadurch ihre eigenen Kräfte zu stärken. Wir sind hier in einem verlassenen Lager, würde ich mal sagen. Rundherum müssten noch ein paar Viecher sein, was wir letztens gesehen haben. Und ich würde sagen, wir fangen gleich mal an, sie auszurotten. Ja, ich würde sagen, ich futter auch mal was. Mahlzeit. Und wir brauchen dann unbedingt Tränke und so weiter. Also da müsste, glaube ich, noch ein Rottmolch sein, was ich so gesehen habe letztes Mal. Einer? Mehrere. Kaya, du darfst auch. Das wow. Machst du nicht ungestraft. Ja, das würde ich auch sagen. Sind sie hin? Beide? Ja, erledigt. Gut. Natürlich lädt es jetzt auch wieder ein bisschen, also nicht wundern. Jetzt dachte ich, da sitzt jemand. Da ist das ein Kraut? Na, eine Öllampe. Schaut gleich aus. So, ein Rucksack. Was haben wir drin? Wasserflasche und Goldbröckchen. Nehmen wir gerne mit. So. Geldbündele, guter Becher, Hammer, leerer Rucksack, den braucht man nicht. Lagerfeuer, können wir denn was kochen? Weil unser Held hat immer Hunger. Wegen mir. Ja. Die Hochleistungssuppe geht einmal, weil wir den Energieregel hatten. Hier fehlt Heiltrank. Die starke Knochenmarkbrühe wäre halt echt eine geile Geschichte. Aber wie gesagt, Heiltrank fehlt. Was hätten wir hier? Steakteller. Ist, glaube ich, auch nicht ganz so schlecht. Ich würde sagen, da bauen wir uns mal 10. Oder 5 rein vielleicht auch. Da. Wärmedesuppe haben wir, glaube ich, auch noch. Müsste passen. Und du, wie viel heilst du? 40 nur. Meh. Ja gut. Dann belassen wir es mal so. So. Dann gucken wir uns noch ein bisschen um. Ja, was haben wir denn da? Ein Mistviech. Ich erledige das. Pantrum. Aha, Monstrum wird eher passen. Wir probieren wieder mal mit Feuer auszurotten. Ich hoffe, das klappt. Er ist schnell. Das ist etwas, was mir gar nicht gefällt. Oh, das war ein Schuss in den Ofen. Ist sonst schon wieder daneben? Hey, das kann jetzt aber nicht sein. Ehrlich, jetzt bei aller Liebe. Das kann jetzt nicht sein. Geht ja. Okay, ich bin gerade wieder voll konzentriert. Wir kriegen ihn aber, glaube ich, down. Dieses schicke Viech. Soll vielleicht mal ein Stück laufen? Das ist doof. Au! Ich wollte gerade runterspringen. Okay. Das war nix gute Idee. Wieso ist das so stark? Das war nix gute Idee. Ich habe auch keine Ahnung, ob wir dieses Ungetüm niederknüppeln können. Machen wir es einfach mal. Vielleicht geht es schneller, wenn wir niederknüppeln. Ja. Das war eigentlich jetzt nicht so klasse. Ja. Fängt ja wieder gut an, ne? Komm her, Saufich. Au. Na, stirb doch, ha? Der ist hin. Ach, gleich hin. Passt. Das hätten wir mal, ne?
das war ja sozusagen unsere Ausgangsposition, ne? Dann hier noch schnell looten alles. Oh, oder kochen. Wir hatten die Hochleistungssuppe gemacht und Steakteller. 5 Stück nur, das sollte reichen fürs erste. So. Was, dann wollte ich hier looten und dann werde ich schnell speichern. Na, du sollst looten. Bitte, danke. So, also alles nehmen. Davon ist es ungetüm schon. Na, sowas, echt. Hat er uns jetzt schon gerochen, sozusagen. Gut, ich war jetzt auch nicht ganz genesen, glaube ich, ne? Wir wollen mal kurz speichern. Auf einen neuen Spielstand natürlich. So. Na, mach. Wieder. Danke. So. Und dann probieren wir nochmal unser Glück, ne? Oh, er kommt schon. Das habe ich wieder super gespeichert. Das habe ich spitzenmäßig gespeichert. Der ist viel schneller als ich. Das taugt mir eigentlich überhaupt nichts. Ja, der ist sehr viel schneller als ich. Okay, wir sind hin. Ich glaube, den sollte ich lassen. Der ist aber auch schief. Ich glaube, den sollte man lassen, ha? Huh? Das kostet doch sehr viel Zeit. Ich meine, ich könnte ihn schon mit dem Feuer Dingens versuchen umzubringen. Ich meine, jetzt habe ich ihn eh schon gepult, ne? Dummerweise. Bleib hinter mir! Ja, das probiere ich die ganze Zeit. Oh oh. Das hat nicht hingehaut. La 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 la. Kommt, das sauf ich eigentlich hier rauf. Ich hoffe nicht. Ist er weg? Na, das wollte ich nicht. Mist. Ja, das wollte ich jetzt halt nicht, ne? Ah, da ist er. Gott sei Dank. Er hat noch den Schaden, den wir ihm zugefügt haben, behalten. Gott sei Dank, hätte es mal von vorne machen müssen. Das war nicht in meinem Interesse. Aber der kann spucken, ne? Also hilft mir, dass da auch nichts mehr da oben bin. Ich so stark sein muss. Okay, da haben wir Glück. Das ist ja gar spannend. Bleib hinter mir. Ja. Hoppala. Verreckter? Juhu, 250. Sehr gut. Juhu, juhu. Er ist verreckt. So haben wir das am liebsten, ne? Also. Schön. So muss das ausschauen. Das werden wir sofort speichern. So. Ja, bitte. Sehr gut. Dann schauen wir doch mal, welche Schätze er da hinten versteckt hatte. Alter, ohne diesen... diesen Flammenwerfer, ne? Puh. Ich mag diese Waffe. Ich mag sie wirklich sehr. So, was war denn hier? Kann mir mal einer erklären, warum der ein Labor hat? Oder zumindest was in der Art? Hauch des Todes erhalten. Eine Waffe. Aha, die passt zu uns. Wir sind auch ein Hauch des Todes. Weil mehr bringen wir auch nicht zusammen. Ja, gut. Gott sei Dank ist unsere Begleiterin dabei. Und Gott sei Dank hat die auch einen Flammenwerfer. Ah, ja.
Teufel, Klopapier. Also, ich meine, nicht Klopapier, ich meine den Sessel da eben. Das war jetzt mein Gedanke und Reden zugleich, was nie hinhauen tut. Ja, schauen wir uns mal die Waffe an, ne? Können wir die tragen? Können wir sie führen? Das sind zwei Hände, ne? Hauch des Todes. Zweihandwaffe. Niemals im Leben können wir sie führen. Ich muss schon lachen. Sie hätte aber einen leeren Sockel. Vielleicht spät irgendwann einmal. Eisschadentyp Eis. Da hätten wir schon eher eine Chance, hier diese Giftkrieger, das Giftkriegerschwert bald mal zu führen. Gottes Willen. Naja. Vielleicht eines Tages wird's einmal. Der Flammenwerfer, den müsste ich auch irgendwann mal. Geschicklichkeit wäre gut. Ah, das war Plasmagewehr. Hoppala. Entschuldigung. Entschuldigung. Habe ich gerade verlesen hier. Flammenwerfer-Typ. Da bräuchte man Stärke und Geschicklichkeit. Ja, das ist ja, was wir am meisten brauchen auch. Ich wollte nochmal schauen, die Werte. Wenn wir den nämlich aufrüsten irgendwann mal, vielleicht, dass wir den auch weiter benutzen dürfen. Das wäre mir ganz lieb. So, da hinten hätten wir jetzt eine Truhe oder so weit nicht, oder? Ich habe nichts übersehen. Hat der da ein Kreuz? Das ist mir nicht aufgefallen. Um Gottes Willen. Also, na. Die Gegend hier ist echt fu. Na, da war es uns nichts. Ich bin ja in der Lage, wieder was zu übersehen, ne? Ihr kennt mich ja. So, dann rennen wir heim. Na, wir gehen weiter. Ich muss mal kurz in die Quest schauen. Beziehungsweise da drüben waren noch Viecher, genau, richtig. Stimmt, da drüben gab es ja auch welche. Gar nicht gut. Was? Es rennt ja nur. Achso, ihre Haare werden nass, ist klar. Das sind wir Frauen immer zuwider. Ja, ein Rattilein. Was haben wir hier? Einen Beißer. Asfna, Terrorvogel. Ey, du sollst schlagen. Geht ja. Ansonsten ist da, glaube ich, nichts, ne? Schaut nicht so schlecht aus. Oh je. Ah, da! Ein Wühler. Der wird nicht mehr lang wühlen. So. Passt, erledigt. Ich wollte eigentlich darauf schauen. So, was hätten wir denn hier im Angebot? Nix. Ja, so muss das ausschauen. Nix. Ein Schlafsack. Boah, der ist mir jetzt aber echt lieb. Ich glaube, den nutzen wir gleich. Wir schlafen bis zum nächsten Morgen. Gutes Nächtle. So. Natürlich regnet's. Das ist natürlich super. Das Dach ist auch sehr dicht. Ja. Was will man mehr? Pfeile. Die nehmen wir auch gerne mit. Ist da wer verreckt? Tatsächlich. Verbannter. Aha. Tja. Da knutscht schon wieder. Da haben wir einen Hühner. Wolltest du gerade spucken, du Saufich? Das geht aber nicht. War das gerade sie? Schaut immer aus, als wenn die Viecher jetzt schon explodieren könnten. So. Was haben wir denn hier? Ein schönes Sofa. Einmal Mana, einmal... Nein, Entschuldige, das wollte ich gerade nicht. Kralle. Aha. Ja. Schön. La-ra-ra-ra-ra. Was haben wir hier? Eine Ratte. Und das war's schon? Das ist halt schon ein bisschen armselig, oder? Oder? Naja, hier wäre vielleicht noch was. Gruselig. Hammer, Köcher. Oh, Köcher ist gut. Heiltrank, also kleiner, dann Goldbröckchen. Wollten die da... Was wollten die da bauen? Ein Kugelwilli? Naja. Dann Magnesiumfackel, Krug, Besen zum Heimfliegen. Bürostuhl. Nein, Bein. Dann hätten wir das hier scheinbar auch. Also oben wäre vielleicht noch was, genau. Naja, natürlich. Schau mal, eine Truhe. Das war wohl nichts. Ja, ja.
Aha, das klappt so nicht. Aber so, jetzt haben wir's. Zu einfach. Ja, ja, natürlich. So, Elektroschrott und Elixit nehmen wir natürlich alles mit. Dann, was haben wir hier? Anleitung für Mana-Trank herstellen und Öllampe. Das ist gut. Unverbrauchbare Verbandstasche. Unverbraucht. Ich sage immer unverbraucht. Unbrauchbar. Da. So wie ich. Dann, was? Was war das gerade für ein Geräusch? Meh. Egal. So. Gehen wir weiter. Ah, da drüben. Ich sehe dich, Rottmolch, Rüppelfiech. Und tschüss. So schnell kann's gehen. So, was haben wir da oben? Nur einen Ausguck wahrscheinlich. Hm. Also die Armschweine sind hier ganz schön böse von diesen Viechern überrascht worden, ne? Es wäre schon ein Wunder, wenn da wer überlebt hätte. Ich sollte mal speichern. Das wird mir jetzt langsam unheimlich. Okay, also einmal gepflegt speichern und dann schauen wir uns hier weiter um. Weil wenn da drin wieder so Ungeziefer wohnt, ne? Dass uns ein Hosenboden aufrollt, ist ungut, wenn wir verrecken. Eine Ratte. Noch mehr Ratten. Na, da schaut alles hin aus, aber sonst. Schöner Ofen. Waren wir hier schon mal? Schon immer gleich aus diesem Gebäude. Ah, hier haben wir was. Tatsächlich, wir waren hier schon mal. Habe ich mich doch glatt richtig erinnert. Sachen gibt's. Na gut. Dann waren wir hier scheinbar schon. Dann können wir uns hier verkrümeln. Questbedingt. Wie geht's denn jetzt weiter? Entschuldigung fürs Trödeln. Also, wir müssen da lang. Mhm. Das heißt, ich board mich mal. Dann sparen wir uns ein paar Meter. Und ich muss kurz husten. So. Der Hals schon wieder trocken. Ich muss ein Schlückchen Kaffee zu mir nehmen. Dann geht's wieder. So. Lala. Also, wir laufen. Wir laufen. Wir laufen hier weiter. Wir laufen. Wir laufen nicht. Wir laufen. Ja. Andere Leute laufen. Wir laufen. Na, du Viech. Ist der dämlich? Achso, wenn ein Regen hört und... Alter. Wenn ein Regen hört uns nicht. Das wollte ich gerade sagen. Was, der ist verreckt. Ja, da kommt, glaube ich, schon Nachschub. Oh, nanu, da bist du. Wo kommst du her? Ja, sah hin. Dann kommt der Nächste. Was, der sah hin. Jetzt habe ich schon gedacht, der wäre untot und steht wieder auf. Aber na, so viel Glück hatten wir, dass das nicht passiert. Gut, schön. Lief ja super. Davon ist noch so ein Viech. Was haben wir hier? Ein Karren voller Nix. Hat auch nicht jeder. Der regnet so stark, dass ich fast nichts sehe. Ich wollte noch schnell was essen. Hat's hingehauen? Ja. So. Den machen wir auch platt. Der Raptor, der kann überhaupt nichts mehr. Der war mal tödlich für uns. Der ist jetzt nur mehr Kindergeburtstag. So. Irgendwie darüber soll man. Dann gehen wir halt darüber, ne? Tap, tap, tap. Tap, 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 tap. Ich freue mich schon drauf, wenn wir unbesiegbar sind. Da drüben ist niemand, oder? Oh! Ein Viech! Ein... Hornwolf, meine Güte, wie niedlich.
Tschüssi. Mistviech. So, und der Part wird zu Ende. Habe ich letztens nicht gesagt, ich möchte gern 25 Minuten machen? Ich hab's vergessen. Au. 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 Machen wir 25 Minuten. Ja. Ich glaube, ich habe sowas gesagt. Halt. Giftkraut. Kleine Heilpflanze. Für den größten Helden. So. So. Halt. Öllampe. Ich renne da voll vorbei. Ich will da Pflanzen schauen. Metallschrott. So. Da vorne haben wir noch mehr Getier. Ich glaube, wir müssen irgendwie darüber. Aha, jetzt wird gespeichert. Das freut mich. Und das erfreut mich. Saufig. Hallo. Rudelführer. Au. Jetzt bist keiner mehr. Dong. Was haben wir denn da? Unbrauchbare. Ich sage eben Unverbrauch. Unbrauchbar. Wieso merke ich mir das nicht? Unbrauchbare Verbandstasche. Auf Deutsch gelumpert. Oh. Wen haben wir denn da? Wieder so ein Olli. So ein Riesentypi. Na gut. Ich esse mal die letzte Suppe. Werd aber auch gleich die nächste Suppe. Das nächste Essen dorthin platzieren. Was hatten wir gekocht? Den Steak-Teller. So. Hm? Ja. Gut, wir sind geheilt. Ich würde speichern. Dann bringen wir noch vor, diesen Riesen-Oschi umzuhauen. Und dann, ja. Lassen wir es für heute, ne? Ich hoffe, ihr habt noch genug Munition. Schaut nicht so schlecht aus. Ein Unhold. Ja, das ist wortwörtlich so. Usch. Achtung! Achtung! Oh je. Wer bist denn du? Immer fester drauf. Ich bin voll konzentriert. Der Unhold kommt immer näher. Das will ich aber nicht. Lass deinen Stein bei dir, du Mistviech. Ein bisschen. Aha, das hat super hingehauen, nämlich gar nicht. Oh je, er schießt, er schießt, er schießt. Boah. Den Kampf schlagen wir gemeinsam. Hat sie gewonnen? Ich freue mich. Braves Mädchen. Du Saumuni, du. Lass meine Freundin in Ruhe. Arschloch. Kackbratzen. So. Kriegt das hin. Kann nur um Stunden handeln. Jawohl. Gleis erledigt. Dreckanzviech. Jawohl, da ist er verreckt. So schaut's aus. 200 Punkte, schön. Kaya steht wieder auf, das freut mich. Aha, wo ist der andere? Da. So. Wen haben sie denn da zerstampft? Einen Kelch, Elixit. Ja. Ich hoffe, dass der arme Teufel nichts mehr gespürt hat. So, große Mana-Pflanze, wollte ich sagen. Falsch, Heilpflanze. Große Heilpflanze. Oh, schaut gut aus, ne? Aber wo zum Teufel muss ich jetzt dahin? Darauf? Darüber irgendwo. Vielleicht können wir da mit Chatback rauf, wenn mir gerade recht lieb. Ich glaube, ich speichere lieber. Ich glaube, ich speichere lieber, das könnte wehtun. Ja. Tja. Ich Idiotin hätte gleich vielleicht 25 Minuten machen sollen bei dem Spiel. Das ist einfach groß, groß, groß. Verrottete Überreste einer längst vergangenen Zivilisation.
Ja. Das stimmt. Da haben wir noch gelebt. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass es sich hier um die Erde handeln soll. Angeblich nicht, aber ganz ehrlich, welche andere Zivilisation oder welches andere Volk auf also im Universum würde sich so aufführen wie wir? Wer würde sich selber ausrotten? Das kann nur der Mensch. Da sind wir, glaube ich, einzigartig. So. Lalalala. So, ich schau mal, was wir da haben. Auf den ersten Blick schaut das gar nicht so dämlich aus. Da vorne wäre was. Noch springt uns nichts an. Ah, da vorne ist unser Zielobjekt. Okay. Dann würde ich sagen, ist ein guter Zeitpunkt zum Speichern. Und im nächsten Part schauen wir uns hier weiter um, ne? Na gut, ihr Lieben. Wahrscheinlich mal mit dem Typen davon quatschen. So wird's ausschauen. Ja. Na gut. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen, ihr Lieben. Ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wie das Desaster hier schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.